Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Das Ausschalten und Neustarten eures Vivo V21 zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! So, hallo, ich bin Sören und wir wollen uns heute einmal angucken, wie wir das Vivo V21 ausschalten bzw. neu starten. Zum Thema geworden ist es dadurch, dass viele Smartphone-Hersteller ihre Belegungen da etwas abgeändert haben, dass man jetzt zum Beispiel nicht mehr einfach mit einem Druck auf eine Taste das Gerät zu dem Bereich kommt, wo man das Gerät ausschalten kann. Manchmal muss man Tastenkombinationen drücken und wir gucken uns das heute beim V21 mal an. Wir haben ja hier an der Seite unsere Ein-Ausschalt-Taste und hier reicht es tatsächlich, wenn wir die einfach lange gedrückt halten und dann sehen wir, nach circa 2-3 Sekunden gedrückt halten, dass dieser Bereich aufploppt und hier haben wir ganz einfach die Auswahl, ob wir das Gerät ausschalten wollen oder ob wir es neu starten wollen. Ausschalten ist ja zum Beispiel, wenn man im Flugzeug sitzt oder so und möchte, / muss das Gerät ausschalten, dann macht das natürlich Sinn, das zu machen. Ansonsten, wenn man zum Beispiel kleine Problemchen hat, softwaretechnisch oder wie auch immer, es hakt irgendwo, dann kann man auch einfach den Neustart wählen, wenn man direkt danach nach dem Hochfahren auch weitermachen möchte mit dem Gerät. Also, wir schalten das jetzt hier einfach einmal aus und das war es auch schon. Das Gerät verabschiedet sich und dann müssen wir es natürlich manuell wieder einschalten. Dazu drücken wir wieder lange die Ein-Ausschalt-Taste. Das Gerät vibriert kurz und fährt neu hoch. So, das Gerät ist neu hochgefahren nach dem manuellen Ausschalten. Und jetzt gucken wir uns noch einmal an, was passiert, wenn wir Neustart machen. Da drücken wir hier wieder diese 3 Sekunden auf die Taste. Und wählen jetzt einmal Neustart. Und dann passiert im Prinzip genau das Gleiche, nur dass wir es jetzt nicht manuell neu starten müssen, sondern das Ganze von selbst passiert. So, nach dem Neustart, genauso wie eben beim Ausschalten, werden wir hier nach unserer SIM-PIN gefragt. Das ist bei uns viermal die 0. Zack. Und dann müssen wir noch einmal das Display entsperren. Das muss hier mit der PIN geschehen. Und dann sind wir soweit. Das Gerät ist wieder hochgefahren bzw. neu gestartet. Also, das ist der wesentliche Unterschied beim Ausschalten und Neustarten vom Vivo V21. Und ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt weitergeholfen. Ihr wisst, wie ihr das Gerät ausgeschaltet bekommt und wie es wieder neu einzuschalten ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!